Kitchen Case wird Ihnen präsentiert von Denner, dem Schweizer Discounter. Und Avogel Herber Mare. Mein Salz, mein Geschmack. Ganz ein spezielles Event geplant. Ja, kochen. Früchte, aber Gemüse ist gar nicht mehr. Und Rande sowieso nicht. Und darum bin ich gespannt auf die panierten Rande. Ich finde es ein absolut cooles Event. Ja, mit den Ärzten von Swiss Olympic wird es heute besonders frisch und gesund. Herbstzeit, Erntezeit. Thorsten ist in seinem Garten zugange. Sogar ein paar saftige Himbeeren kann er noch pflücken. Da klingelt es in seiner Hosentasche. Ein Anruf aus einem riesengroßen Kräutergarten. Hoi Thorsten, ich brauche deine Hilfe. Ich bin Ariane und mache ganz viel Führung in der Firma Bioforce. Wir haben eine spezielle Gruppe eingeladen, Swiss Olympic, mit dem ganzen Team. Und an diesen Führungen tun wir normalerweise ein Apero offerieren. Und damals habe ich an dich gedacht, Kitchen Case wäre doch das Highlight an diesem Abend. Liebe Ariane, ganz eine coole Idee, da freue ich mich drauf, ich kümmere mich drum und ich habe sogar schon eine Idee. Klar, denn hier wächst so wunderbares Herbstgemüse. Frisch und reichlich vom eigenen Beet, da weiß man, was man hat. So, Zucchetti Honey, Kürbis Honey. Was wir daraus machen, das sehen wir später. Wir schauen schon mal, wo Thorsten und das Kitchen Case heute gefragt sind. Und zwar in Roggwil im Kanton Thurgau. 1902 geboren. Ariane führt uns durch die Anlagen von Alfred Vogel. Der Naturheilkunde-Pionier war überzeugt, die Natur bietet alles, was wir für unsere Gesundheit brauchen. Alfred Vogel wurde fündig. In den Appenzeller Bergen und auf den Feldern im Thurgau. Hier wachsen auch heute noch Heilpflanzen. Besucher können zuschauen, wie die Sonnenhüte, bekannt als Echinacea, geerntet und frisch verarbeitet werden. Das Arzneimittel aus der Apotheke Natur stärkt unser Immunsystem. Was natürlich auch die Männer von Swiss Olympic interessiert. Noch ahnen sie nicht, dass sie gleich gesund und frisch kochen werden. Mit Thorsten, direkt neben den Sonnenhüten. Also hier ist jetzt die berühmte Blume. Und ich glaube, ich muss wirklich Gas geben. Die Führung wird gleich fertig sein. Damit die Überraschung gelingt, macht sich Thorsten rasch ans Werk. Versteckt im weitläufigen Gelände wird das Kitchen Case heute mal wieder im Freien aufgebaut. Da sind sie schon. Jetzt lässt Ariane die Katze aus dem Sack. Ich hoffe, Sie haben ein paar Tipps mitnehmen. Bei den Führungen, die wir sonst machen, gibt es nämlich noch ein Apero oder eine Degustation nachher. Und bei euch haben wir ganz ein spezielles Event geplant. Ihr kocht und ihr esst nachher mit dem Thorsten. Wunderschönen guten Abend. Ja, nein, kocht bei uns. Nein. Nicht ganz, wir kochen zusammen. Ja, wenn es genießbar ist, sollte ich mit dir kochen. Nein, schön, habt ihr gute Führung gehabt? Ja, sehr gut, interessant. Ja. Und ein bisschen Hunger mitgebracht jetzt? Großer Hunger. Also, starten. Genau, das ist genau das Zeichen. Ariane, ich sage danke vielmals. Ich übernehme, wenn es für dich okay ist. Super, danke vielmals. Also, gute. Also, ich habe schon aufgebaut. Gehen wir dahinter und legen los. Ab in die Schürze. Heute mal nicht Götter im Weiß, sondern Köche im schwarzen Kitchen Case Look. Gesund kochen statt behandeln. Und dann ist schön, sind ihr da. Ihr seht, alle Zutaten habe ich euch auf dem Tisch bereit gemacht. Let's go! Gut, also. Ich würde sagen, wir machen jetzt das erste Mal den Risotto so zwei Drittel fertig. Oder? Das kann man auch daheim gut vormachen. Schon am Mittag für am Abend einfach nicht gar fertig kochen. Wasser habe ich euch schon aufgesetzt. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Bouillon. Wenn man jetzt kein Gemüsebouillon hat, das man selber gekocht hat, dann nimmt man halt das Pülverli biologisch und vor allen Dingen ohne Zusatzstoff. Das ist wichtig. Jetzt lassen wir das einfach ein bisschen vergehen. So. Und mit der füllen wir nachher den Risotto immer wieder auf. Oder? Das kennt ihr ja, ist schon schön wie beim Italiener. Ihr dürft euch jetzt mal eine Knoblauchzehe holen und ein Zwiebeli. Und dann muss man das rüsten und schön klein schneiden. So. Dann lasse ich euch das mal einen Moment machen. Zwiebeln einfach in feine Würfel schneiden.
probier's. Gell? Den Knoblauch tun wir ganz rein, wenn wir nur so ein bisschen gut, dann können wir nachher wieder rausnehmen. Okay. Super. Das ist wieder einfach natürlich. Gell? Schon mal in den Knoblauch gefällt. So. So, jetzt komme ich zu euch. Ihr habt die Mal auch schon parat. Eben Gurke, das ist so ein bisschen orientalisch, türkisch, kennt ihr vielleicht griechisch, oder? So, normal mit Joghurt, wir machen es aber so mit einer leichteren Creme fraiche, dann ist es ein bisschen kompakter. Und damit das jetzt nicht so wässrig wird, tun wir die Gurke halbieren. So. Siehst du, die Kernchen rausschaben. Und das muss man ein bisschen mit Gefühl machen, sonst spickt es wirklich überall her. So. Das tun wir da drin. Und dann könnt ihr die nachher, aber wirklich ganz fein zusammenschneiden, dass das nachher schön die Soße. Die Soße kann aufnehmen. Okay, das kannst du natürlich auch sehr gut mit dem Gemüsemesser machen, dann geht es fast ein bisschen einfacher. Wir haben ein Fläschchen da. Haben wir ja. Kannst du die langen? Weißt du, ich mach mir ja heute keine Sorgen. Sind ja alle Profis, oder? Also was Verletzungen betrifft, meine ich, oder? Nee, einfach so zusammenschneiden, so fein wie möglich. Okay? Fangen wir mal mit dem an. Dann komme ich gerade zu dir wegen dem Zucchini. Und jetzt kannst du hier wirklich vorsichtig. Siehst du? Streifen machen. Wirklich vorsichtig, weil wenn du drauf kommst, dann verletzt du dich. Genau. Schön fein. Und bitte schön vorsichtig. Hey, mit diesem Messer, du. Das ist gut so. Wow, hier ist wohl ein Chirurg am Werk. Look. Sehr gut. Ja? Das hast du schon öfters gemacht, gell? Ja. Hey, so. Welches ist Thymian da? Kerbel, Basilikum, Schnittlauch, Thymian. Das merkst du auch, wenn du etwas abzupfst und daran schmeckst. Jetzt schmeckst du es. Okay. Okay. Ja, ist gut. Danke, danke. So, der Reis an die Welle. Genau, jetzt tun wir das glasig andünsten. Gell? So. Und jetzt tun wir dann schöne gute Schwiesmi dran. So. Und jetzt muss man den Schwiesmi ganz, ganz kurz ein bisschen einkochen lassen, damit auch die Säure sich verflüchtigt und vor allen Dingen auch der Alkohol wieder rausgeht. Aber das nur der Geschmack, wirklich der Geschmack drin bleibt. Wobei es wäre am Abend, wäre es nicht so tragisch wie am Mittag. Genau, und jetzt sehen wir da ein bisschen Bouillon schon dran. Dass er so ein bisschen drunter verschwindet. Zack. Und jetzt können wir als nächstes immer mal wieder rühren. Wenn man so auf dem 6-7 steht, dass er ein bisschen köchelt. Und dann könnt ihr nebenher die Champignons in schöne Ecken schneiden. Und vom Lauch etwas das Zeug. Was machen die Herren eigentlich, wenn sie gerade mal nicht Gemüse schneiden? Ich arbeite jetzt dort im Zentrum für Medizin und Sport in Abtwil. Das ist ein Swiss Olympic Medical Center. Also bei uns kommen auch sehr viele Sportler vorbei, die sich bei uns behandeln lassen. Und ich betreue auch die Schwinger der Schweiz. Da natürlich vor allem die vom Nordostschweizer Schwingverband. Sind auch außerhalb tätig. Ich bin zum Beispiel der Mannschaftsarzt vom Hockey-Club Davos mit dem Franz zusammen. Wir sind mit den Langläufern dabei, der Nationalmannschaft und die verschiedenen anderen Sportclubs und Vereinigungen. Wie gut kennen Sie sich mit Kochen und Heilpflanzen aus? Wir tun auch gerade im sportmedizinischen Bereich eigentlich recht häufig solche Präparate einsetzen. Und dann ist die Firma mal von nah anzuschauen, ist interessiert. Und der Rest, dass wir jetzt in der Küche stehen, ist eine Überraschung. Ich finde es ein absolut cooles Event. So. Genau. Du kannst mal anfangen, Parmesan reinreiben. Die kannst du jetzt hier drauflegen. Wo wir weitermachen können, ich springe noch ein bisschen ums Eck zu euch. Machen wir erst die roten Beete. Oder? Den Rand. So. Also mal gut schälen. Das ist mal Punkt 1. Oder? Okay. Und wenn du jetzt natürlich rohe Rande nimmst, wie hier, jetzt tut man den noch halbieren, wenn er so groß ist. Und jetzt bitte, das ist auch wirklich wichtig, in so dünne Scheiben schneiden. Also wird der überhaupt nicht gar, oder? Der ist jetzt natürlich roh. Siehst du das? Und dann rechnen wir so 3 pro Person. Mal 6, geht 18. Sollte lange. Ich bringe euch das Blech, da tun wir die drauf, leicht würzen, durch seine Panade ziehen. Randen für Fleischliebhaber. Keine leichte Aufgabe. Wenn ich ehrlich gesagt sage, ich bin nicht so der Gemüsetyp. Ich lasse mich überraschen. Salat. Früchte, aber Gemüse ist gar nicht mehr und Rande sowieso nicht. Und darum bin ich gespannt auf die panierten Rande hier.
Ja, interessant, ja, wenn man so daheim nicht so macht. Und lustig machen wir einen Hunger. Das sieht also wirklich spitze aus. Da. Auch bei dir, wie wenn ihr es schon 30 Mal gemacht hättet. So, und jetzt muss man es natürlich noch probieren. Auf Fahrt ist. Oder ob man mehr Gewürz dran muss. Klein. So gut, denke ich. Also. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit Ausbachen. Jawohl! Kannst du schon mal auftun? Ich denke, ja, Deziliter. Achtung! Gleich greift Thorsten wieder in seine Trickkiste. So, jetzt wollte ich da ein bisschen Orangenaroma drin haben. Jetzt könnte ich das reiben oder schnetzeln, aber dann ist es zu viel. Was ich jetzt mache, ich nehme jetzt da die Schelle und tue das so drin. Der riesige Vorteil ist, die findest du nachher auch wieder und kannst sie wieder draus geben. Und so hast du wirklich nur so ein bisschen das Orangenaroma und die leichte Bitternis drin. Und die schnittst du nachher noch auf und isst sie zum Dessert. Gut, also jetzt tun wir noch Gewürz rein, wie es auf dem Rezept steht. Dann lassen wir es ein bisschen aufkochen und einkochen. Mhm. Und zum Schluss kommt, glaube ich, Petersilie oder Schnittlauch, die sicher noch frische Grütli. Und dann ist der Sugo fertig, der Reis fast, wo wir noch Sachen anziehen. Den Rand noch machen, dann sind wir schon fast bereit. Ist gut. Jetzt fehlt es noch am Hummus, gell? Genau, was ja. Ich für euch jetzt schon vorbereitet habe, bis ihr gekommen seid vom Rundgang, ist, ja. Ich habe Kürbis geschmort. Siehst du? Einfach in den Ofen tun, ja. Mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Grütli und Thymian. Dann kannst du den gerade so abschälen. Da. Oder auch wegschneiden. So wird aus Kürbis Hummus. Voilà, können wir schon da drin tun. Jetzt kannst du die Kichererbsen dazu tun. Genau. Dann kannst du ein bisschen von dieser Sesampaste dazu tun. Etwa 3 Löffel. Genau, plus minus. Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen. Und Zitrone. Jetzt nehmen wir ein bisschen Zitronensaft dazu. Voilà. Jetzt muss noch ein bisschen Kreuzkümmel drin. Kreuzkümmel und Pfeffer aus Thorstens spezieller Mühle. Nein, musst du oben. Ja, genau. So. Jetzt kannst du mit dem Mixer immer so ein bisschen auf und ab fahren, bis es verdruckt. Und ich lasse nebenher Olivenöl reinlaufen. Genau, einfach trocken. Ja, genau. Dann noch ein bisschen Öl und kannst du nachher noch abschmecken mit Salz. Siehst du, jetzt ist das auch schön eingekocht. Genau, jetzt tue ich das da drin. Genau. So, wir haben ein Risotto. Zucchini begaderweise haben wir, Rande haben wir, Hummus haben wir, Gurkensalat haben wir. Auch recht essen. Endlich, ja. Bevor die Sonne untergeht. Gut. Fertig ist das Menü. Zucchetti Piccata mit Risotto und Pilzen. Randen, Gurken und Tomaten glasiert und Kürbishummus. So. Oh, da sehe ich hungrige Gesichter. Ganz still am Tisch. Ich wünsche euch einen guten, sechs Scheine Messi. Ihr habt gut gemacht. Und bin gespannt, was ihr sagt. Lasst es euch schmecken. Danke schön. Gut gemacht. Sieht wieder sehr, sehr verlockend aus. Aber schmeckt es auch dem Gemüseverachter? Aha, wenn ihr gesehen habt, sind wir schon fleißig am Hauptgang. Ha? Mundet euch. Ja, ja. Gut. Michel hat sich das rendiert, dass der Hesch so müsse Zucchini, Raffeln, Parmesan raffeln bis zum Abwinken. Nein, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr überrascht, dass er schlussendlich vom Ganzen, wie jetzt da zusammengespielt hat und wie wir doch als wirklich Laie jetzt da etwas sehr Feines zusammengebracht haben. Schön, prima. Ja, der olympische Gedanke zählt, gell? Das weiß ich. Ja. Patrick, und bei dir? Bei dir habe ich gemerkt, du delegierst gern. Hast du das alles im Griff gehabt? Ah, okay. Ah, okay. Wenn das so überkommt. Ja, einer muss die Hose nehmen, weißt du, einer, oder? Auch positiv überrascht, weil ich habe gesagt, ich bin gar nicht der Gemüsetyp. Ja. Aber das ist wirklich sehr fein. So, mit den verschiedenen Zutaten. Schön, danke viel mal. Ich danke dir. Es hat riesig Spass gemacht mit euch. Wie wir festgestellt haben, eben, man muss nicht ein Profi sein, dass man etwas kulinarisch stolz kann. Bei wunderbarem Sommerwetter mal zusammenstellen. Ich wünsche euch toi toi toi, jetzt schon für die nächsten Olympischen Spiele, dass alle gesund bleiben und erfolgreich. Und Sie müssen unbedingt dranbleiben, weil gleich kommt noch der Weitipp. Das wär's gewesen für diesmal wieder von Kitchen Case. Wie gern sage ich, wir sehen uns.
Tatsächlich fehlt nur noch ein guter Tropfen. Warum nicht einmal zu unserem heutigen rein vegetarischen Menü mal einen richtig würzigen, kaltvollen Rotwein trinken? Darum empfehle ich Ihnen dazu unseren Rioja Crianza aus Spanien. Salut! Kitchen Case wurde Ihnen präsentiert von Denner, dem Schweizer Discounter. Und A. Vogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack.